Meine Damen und Herren, das Thema Kaffee ist in der Medizin in den letzten Jahren völlig anders betrachtet worden, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Früher wurde immer gesagt, Kaffee, was immer auch schmeckt und was man gerne zu sich nimmt, das kann ja nur gefährlich sein. Also hat man vor dem Kaffeekonsum gewarnt. Und seit einigen Jahren wissen wir aus vielen Studien, das ist nicht nur eine Studie, sondern eine ganze Reihe an Studien, dass die Personen, die regelmäßig Kaffee trinken, sich nicht gefährden, sondern dass es möglicherweise sogar gesundheitliche Effekte gibt. Das ist ein Riesenstudienprogramm und natürlich sind das alles nur Beobachtungsstudien, wo man halt Personen lange beobachtet, mehrere tausend Menschen, aber die kommen sehr, sehr ähnlichen, zu sehr, sehr ähnlichen Ergebnissen. Kaffee scheint zumindest nicht schädlich zu sein. Der ein oder andere, der vielleicht gerne Kaffee trinken würde, weil er sagt, das möchte ich auch mitnehmen, die gesundheitlichen Wirkung, der hat möglicherweise ja, Probleme beim Kaffeekonsum, hat Sodbrennen. Nun gibt es eine neue Form der Kaffeezubereitung, der sogenannte kaltgebrühte Kaffee, im Englischen the cold brewed coffee. Und der soll angeblich, so sind zumindest die Werbeversprechungen, der soll also wesentlich besser verträglich sein. Und der soll vielleicht noch gesünder sein, weil dort noch mehr Antioxidantien drin sind, als sie in dem heiß gebrühten Kaffee drin sind. Und das ist natürlich eine Riesenindustrie. Es gibt sogar schon Geräte, mit denen man sogenannten Cold Brewed Coffee herstellen kann und die Werbemaßnahmen steigen. In der jüngeren Bevölkerung ist das so ein Modegetränk, das wird nämlich gemixt mit Gin und Tonic und das soll angeblich ganz gut schmecken. Ich habe es mal probiert, ist nicht so mein Geschmack. Aber ist Cold Brewed Coffee ohne Gin und ohne Tonic Water vielleicht günstiger? Und das hat man nun in einer Studie überprüft. Man hat unterschiedliche Kaffeesorten genommen. Das waren Biochemiker und die haben diese Kaffeesorten dann heiß und kalt gebrüht und haben dann diese Stoffe, die den Kaffee überprüft in Richtung auf den Säuregehalt, also auf den pH und auf den Gehalt von Antioxidantien. Und sie kommen zu dem Ergebnis, egal welchen Kaffee man nutzt, das sind ganz unterschiedliche Kaffeesorten gewesen. Cold Brewed Coffee hat keinen besseren pH, sondern eher einen ungünstigen. Und der Gehalt von Antioxidantien ist im kalt gebrühten Kaffee auch nicht höher, der ist im heiß gebrühten Kaffee besser. Also, ich bleibe persönlich eher bei der Kaffeemaschine, beim Kaffeeautomaten und trinke den heißen Kaffee. Und zu den Werbemaßnahmen, die es da zu diesem Cold Brewed Coffee gibt, kann man eigentlich nur sagen, das ist in der Tat kalter Kaffee. Ich hoffe, das war ein kleiner Hinweis. Ich hoffe, Sie mögen Kaffee und lassen sich die Tasse Kaffee gut schmecken und wissen, Sie tun vielleicht was Gutes für Ihre Gesundheit. Alles Gute, eine rezeptfreie Zeit, Ihr Stefan Martin.